So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play FIFA 13. Ja, in diesem Teil müssen wir gegen Bremen, die sind momentan 17. wenn das jetzt alles so bleibt. Und ich guck mal ganz kurz die Tabelle an. Ich will nur ganz kurz mal was gucken. Freiburg ist erster, alter Schwede, wo sind wir? 7. okay. 4, 5, Freiburg hat schon 6 Spieltage, okay. Werder Bremen hat schon 5, also genau wie wir. Also es ist jetzt quasi, soll das jetzt der 5., 6., 7. Spieltag sein? Das ist übelst verbackt gemacht, naja, aber ist egal. So, Werder Bremen ist auf jeden Fall ganz unten, also sollten wir da, wenn es möglich ist, mindestens mal einen Punkt mitnehmen. Das wäre natürlich auch extrem wichtig im Kampf gegen die Meisterschale. Ich meine, wir liegen schon 6 Punkte hinten. Den Start, den Bayern in der echten Bundesliga gemacht hat, den konnten wir leider nicht machen. Ey, cool. Legen sie mal direkt rein. Jetzt einfach mal drücken und... Oh. Nochmal und... Bumm. Jawohl. So. Da wollen wir mal hier gegen Bremen jetzt auswärts. Und dann mal gucken, ob wir hier nicht vielleicht doch noch gewinnen. Aber wenn wir das auch verlieren sollten, dann ist das Thema Meisterschaft für uns erstmal abgehakt. Dann geht es um das Thema Blamage. Weil ich meine, Freiburg ist Erster, ganz ehrlich, ey, was ist das denn? Ne, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass die sowieso... entweder hatten die bis jetzt nur schlechte Gegner oder FIFA trollt uns alle. Also ich meine, Freiburg, mal ganz ehrlich, wen haben die denn? Ich kenne nicht einen einzigen Spieler aus Freiburg. Ich meine, okay, ich kenne... eigentlich sonst aus jeder Mannschaft mindestens ein Spieler. Aber Freiburg, lol, Leute, was ist denn da los? 13 Punkte, ich weiß gar nicht, wir haben 7. Nach 6 Spielen, 13 Punkte. Das heißt von 18, 13 Stück, das ist eigentlich saugut. Also zumindest besser als das, was wir bis jetzt ge... Oh, schade. Ah, perfekt auf Robben. Das ist natürlich schön. Schieß! Oh! Und tja, Fall. Ey, der hat's gar nicht gesehen, aber hebt so komisch die Arme, okay. Eigentlich dürfte es dann ja keine Nachtgelbe sehen, weil der Schiri hat ja nichts gesehen. Oh, ist der schnell, ey. Typisch der Schwarze. Tja, da haben wir wohl Einwurf, oder? Ja, aber wir kriegen jetzt auch die Nachtgelbe. Die Nummer 7, ich weiß gar nicht, wer ist das? Könnte Mandzukic oder so sein, aber Iniesta, okay. Dann ist es Iniesta, also so. Ja, fast direkt auf den Mann, fast. So, jetzt spiel ich da frei. Ja, momentan hätten wir 8 Punkte. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht in 5 Spielen. Nein, das ist eigentlich sau schlecht. Ich weiß gar nicht, das erste haben wir gewonnen gegen Fürth. Dann haben wir gegen Schalke haben wir das verloren. Dann ein Unentschieden. Ich weiß gar nicht, habe ich gegen Mainz schon gesagt? Ich denke einfach mal, ja. Der war schön. Naja, aber das wird schon noch. Wenn ich da ein bisschen eingespielter bin während der Saison, dann... können wir vielleicht sogar irgendwann mal auf Legende stellen. Reicht ja schon, wenn wir, wenn wir die Champions League hier dominieren und gewinnen. Ja, wir gehen einfach mal so durch 3 Abwehrspieler durch fast, weil der ist doch noch da. Der hier auch. Och, der sollte da gar nicht hin. Der sollte nämlich an die Person, die da gerade reingelaufen ist. Aber FIFA. Ah, spiel doch. Hier, komm, pass. Schade. Ich muss natürlich mit Iniesta aufpassen, der wird auch wieder ausgewechselt, weil ich habe keinen Bock, dass... Okay, ist eigentlich scheißegal, ob der eine rote kriegt. Weil ich bin jetzt eh eher ein Fan von Shaqiri und lasse auch den jetzt öfter spielen. Oh. Tut mir zwar immer weh, wenn ich so Spieler verkaufen muss, vor allem so gut, also so von wegen, ja, so die armen Spieler, ne? Vor allem, wenn die anderen so auf der Bank sitzen, 90 Minuten, dürfen nie spielen oder werden nicht mal in den Kader eingeladen, so. Sitzen nur zu Hause rum und drehen Däumchen. Nicht, dass die jetzt hier noch das 1-0 machen. Das 1-0 machen. Okay, naja, gut. Ich glaube, Neuer verkaufen wir auch. Irgendwie brauchen wir den nicht. Das ist irgendwie zu schlecht für uns. Ich glaube, wir kaufen Starke reicht eigentlich schon. Na, komm her. Sehr süß. Ja, er geht in Deckung. Angst vor dem Ball. Oh, fast, Junge, fast.
Sollte mal wieder keinen Schuss da unten drin gehabt. Gibt auch übrigens noch keinen Kommentator für FIFA 13. Also es ist echt wunderbar, dieses Spiel gemacht. Das macht schon mal richtig Bock auf FIFA 14, ganz ehrlich, ey. Also wer braucht schon einen deutschen Kommentator oder so? Ich meine, das ist doch los. Da, sowas sollten wir uns nicht nochmal leisten. Also da sollten wir jetzt vielleicht mal versuchen, jetzt wieder wie offensiver zu kommen. Aber gegen Bagger, da lief es auch nicht unbedingt besser am Anfang. Ja, er tritt mich und... Ja, ist klar. Er darf mich treten. Oh, der war nicht schlecht. Der war aber auch nicht schlecht. Der war aber übelst schlecht. So, können wir jetzt auch nochmal den Ball oder will nur noch Bremen spielen? Also, wir müssen leider sagen, dass... Ja, lauf! Nicht weiter! Ah, nee, leider nicht. Ja, so ist es halt, wenn die Spieler einfach mal stehen bleiben und gar nichts machen. Das ist halt Bayern. Ja, der ist locker am Aus. So, jetzt sind sie nervös geworden. Jetzt haben wir mal gezeigt, was in uns steckt in FC Bayern München. Ja, du sollst laufen. Ja, spielen noch einen beschisseneren Pass. Ey, Junge. Dieses FIFA-Passsystem, ich check's nicht. Ey, also ganz ehrlich. Er hätte den nur einen Zentimeter davor passen können, weißt du? Das hätte mir schon gereicht. Nein, er spielt ihn direkt in die beiden Gegner hinein. Den hat Neuer locker. Gut, sonst kann er im 80 Meter einwerfen. Genau jetzt, wo es wichtig wäre, passt er nur 10 Meter. Jetzt muss Robben das hier irgendwie regeln. Er muss mal über außen was machen. Also guck mal, meine, was machen denn meine Leute? Ich habe nur einen, der mit nach vorne kommt. Das ist halt der Stürmer. Weiß ich, soll ich mit 80 Leuten jetzt hier nach vorne laufen immer? Nein, wollte ich gar nicht. Nein. Oh, verdammte Kacke. Oh. Nein. Oh, wunderbar. Dafür muss es aber jetzt mindestens mal eine Nachtgelb geben. Ja. Ah, gut, das geht auch. Ja, wo passt er denn hin? Ey, Junge, ist nicht dein Ernst, oder? Ey, Junge, dieses Passsystem von FIFA, ne? Nicht verbuggt, nein, überhaupt nicht. Jetzt, ja, jetzt wieder Bremen. Ja, jetzt machen sie es bestimmt hier wieder so einen Schuss wie in Schalke. Das ist 2-1 da. Ja, der war schön gespielt. Ja, komm. Da hätte sie ihm auch den Ball geben lassen. Ja, ich bin nicht so ein Eckverteidiger, leider. Oh, er läuft gegen's Netz. Na komm, naja. So, lieber voll aufladen, bevor er wieder nur 10 cm wirft. Ja, den kriegt Bremen natürlich direkt wieder. Steht noch mit allen Leuten vorne. Hoffenheim führt gegen Augsburg jetzt auch schon 2-0. Ist wunderbar. Weil dass sie es einfach nicht schaffen, gegen solche Mannschaften hier mal einen Sieg nach Hause zu holen, das ist auch, also ich weiß nicht, ich verstehe das Spiel nicht. Also Bagger ist bestimmt besser als Bremen. Ja, ist klar, komm. Also ich meine, ein 1-0 würde mir ja schon reichen, ne? Ganz ehrlich. Oh, Junge, was für Pässe spielen die denn? Ah, oh, die feuern Werder an, Alter, Fotzen. Ah, gut, eine Ecke. Ich bin nicht sehr eckstark. Ich glaube, ich habe noch nie ein Ecktor gemacht. Egal, Hoffnung gibt's immer.
Naja. Mein Spieler bewegt sich halt gar nicht, der bleibt da halt einfach stehen. Oh, schade. So, wir wechseln jetzt auch mal aus. Also ich weiß nicht, irgendwie müssen wir mal was verändern. Ich nehme Iniesta mal raus, der hat nämlich schon die gelbe und außerdem ist, denke ich mal, Shaqiri da auf der Position, glaube ich, sogar ein Stück besser. Aber ich kann auch nicht alles auf sehr offensiv stellen, weil ich weiß nicht, ich habe keinen Bock hier jetzt gar nichts mit nach Hause zu nehmen. Dann nehme ich ja lieber den Punkt. Ja, Trab noch ein Stück. Und Pass in den Lauf werde ich jetzt auch erstmal weniger einsetzen. Ich will ja unbedingt dieses Spiel gewinnen. Und wenn es nun 1-0 in der 90. Minute ist und es leckt wieder. Es ist immer blöd, wenn ich den so. Leute, ja. Also Pass in den Lauf nie wieder im Sturm. Ey, ganz ehrlich, das sind ja solche beschissenen Pässe, ne? Fragt der Spieler, die spielt gar nicht, wie die den bekommen sollen, oder? Oh. Die stehen aber auch echt perfekt in der Abwehr. Das muss man leider mal zugeben. Also ich würde hier vielleicht mit einem Trick vorbeikommen, aber ich kann leider nicht tricksen. So, der hat auch schon seit 7 Wochen oder was auch immer, welcher Spieltag wir gerade haben, diesen komischen Verband um den Arm. Also ich würde ihn ja langsam nochmal untersuchen lassen. Das scheint nicht gerade sehr gut zu heilen. Ja, ist klar. Oh, jetzt wechseln wir es aus. Achso, lol. Iniesta merkt wohl langsam, dass er nicht mehr so gefragt ist wie früher. Jetzt kommt wieder Bremen. Ist klar. Weißt du, es ist halt einfach klar. Mein Spieler geht da auch gar nicht hin. Nee, er geht einfach weg. Weißt du, die Bremer hier, die haben eine perfekte Abwehr. Weißt du, ich suche 30 Minuten eine Lücke und finde keine. Bei mir finden die die sofort. Ey, das ist einfach nur so schlecht gemacht, dieses Spiel. Ja, er kommt natürlich perfekt zu ihm zurück. Dreimal. Um das nochmal zu sagen. Dreimal kommt er perfekt zurück. Jetzt muss ich ja sehr offensiv spielen. Ey, Junge, das Spiel ist einfach nur so schlecht gemacht, Mann. Kein. Jetzt macht er bestimmt das 2-0. Junge, ich wollte schon sagen, ey, dann wäre das Spiel unten durch. Oh, ich will nicht gucken, wie. Ey. Wer will das denn sehen, wie der da geht und redet? Meine Fresse, ey. So verbuggt das Spiel, weißt du, ganz ehrlich, mein Spieler geht da gar nicht mit. Nein, er lässt ihn einfach ganz frei laufen. Weißt du, wenn Bremer so eine Lücke in der Abwehr hatte, aber nee, dann könnte ich ja noch ein Tor schießen. Ich als Spieler könnte ja mal gewinnen. Das geht natürlich auch nicht. Hin, euch, du Hurensohn! Junge, du kannst echt nicht passen in diesem Spiel. Oh Mann, weißt du, er gibt mir den anderen Spieler, der weiter weg steht. Hat er den angespielt oder was? Dann war das ja ein super Pass wieder. Ey, weißt du, FIFA kannst du echt einfach nur in die Tonne treten.
Wo sollte der Pass denn hingehen? Willst du mich verarschen? Wenigstens ein 1-1. Klasse, weißt du? Weil es wieder wegen so einem verbackten Tor. Ich könnte mir noch vorstellen, dass die jetzt auch das 2 einschießen. Weißt du, einfach nur aus Prinzip, weil es die KI ist. Oder die geben uns vielleicht noch eine Chance, das 2-1 zu schießen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Fängt ja schon mal super an. Na, über außen bin ich sowieso nicht stark. Shaqiri war auch mal schneller, zum Beispiel im letzten Spiel. Ja, mehr Pfeife abgucken und so. Ne? Ja gut, dann haben wir wieder nur 1-1 gespielt. Das ist einfach nur ein behindertes Spiel, ganz ehrlich. Aber na gut, Hoffenheim gewinnt 3-1 gegen Augsburg. Wir sind momentan immer noch Siebter. Und Dortmund ist jetzt Erster. Ja gut, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann.